Super Tennis aus dem Jahre 91. Ja, meine Lasagne ist gerade ein bisschen heiß, deswegen spiele ich hier noch ein bisschen was, um mich abzulenken. Ich wollte eigentlich ein Turnier machen, das dauert so ein bisschen länger. Mal gucken, wie es wird. So, Mädels will ich keine. Matt ist eigentlich der Beste, aber ich habe immer Phil genommen. Der hat nämlich einen schwarzen Schläger. Und Matt hat einen weißen. Ah, da freue ich mich schon auf die Finale mit gegen Matt, weil der meistens da reinkommen wird. So, jetzt habe ich vergessen, Rio sind wir. Rio Open. Und ich muss gegen Rob antreten im 8. Finale, glaube ich, war das. Bereits. Ja, das ist eigentlich ziemlich langweilig, das Spiel, aber es macht mir wahnsinnig Spaß. Ich habe es vorhin gerade erst wieder entdeckt, nach bestimmt 20 Jahren, seitdem ich es das letzte Mal gespielt habe. Und ich bin so schlecht geworden, oder ich war vielleicht auch schon immer so schlecht. Auf jeden Fall hat er mich ausgetrickst. Auf jeden Fall weiß ich jetzt die ganzen Tastenbelegungen wieder so in etwa. Ich habe sie so gemacht, wie sie in etwa früher war, denn irgendwas stimmt da nicht mit dieser Vorgabe, was eigentlich Super Nintendo sein soll. Das stimmt meistens gar nicht. Und jetzt habe ich so gemacht, wie ich mich wohlfühle. Und es gibt irgendwie 4 Tasten, kennt man ja von Super Nintendo. Also, ja, abgesehen vom Steuerkreuz, ich spiele ja eben mit Analogstick beim Controller von GameCube. Und, ja, was wollte ich sagen? Ja, 4 Tasten und auch 4 Schläge gibt es. Und einen davon werde ich am häufigsten benutzen, nämlich den da, der jetzt nicht getroffen hat. Wer hat eigentlich den ersten Satz gewonnen, ich glaube ich. Wer auch sonst. So, den ja. Ah, ich hasse es, wenn. Ich mag dieses Netzgespiel überhaupt nicht. Da bin ich meistens unterlegen. Wie kommt der Gegner so gut? Leckt mich. Ja gut, der Satz geht an den. Wie hieß er? Rob, ne? Geht an Rob. Auf jeden Fall, das ist dieser Topspin, der hier. Den kriegt der Computer selten oder oftmals nicht, um es mal anders auszudrücken. Ich denke, das ist korrekter. Ah, wieder so zu früh. Was soll man machen? 1-1, gut. Es geht bis 6. Also jeder, der sportlich aktiv ist, weiß, es geht immer nur um 6. Und dann gewinnt man. Und hier wird auch nicht von 0 bis 6 gezählt, hier bei diesen Sätzen selber, sondern 15, 30, 40 und Sieg. Und wenn beide 40 haben, wird das ganz witzig. Dann gibt es immer einen Matchpoint oder einen Satzpoint. Und ich glaube, dieses Spiel gibt es gar nicht im Deutschen. Ich habe es schon auf Super Nintendo früher immer nur auf Englisch gespielt. Oder auf Amerikanisch. Amerikanisches Englisch. Oh, Hilfe. Und vielleicht liegt es daran, dass dieses Spiel gar nicht so bekannt ist. Kann es sein? Also ich habe es irgendwie noch nie gesehen, aber vielleicht liegt es auch nur daran, weil es so langweilig ist zum Zusehen. Keine Musik und man sieht, mit einem Schlag habe ich den meistens. Aber das wird sich noch ändern. Es gibt durchaus Gegner, wo ich überhaupt keine Chance habe. Ich bin gespannt, ob ich mal zum ersten Mal in meinem Leben dieses Turnier gewinnen kann. Also es gibt ja, wie nennt man es, Wimbledon oder so? Ich weiß nicht genau. Es gibt auf jeden Fall 4 Championships hintereinander, Weltmeisterschaften. Und erst am Ende ist man der wahre Champion auf jedem Kontinent oder jeder Stadt oder wie auch immer. Ich will nicht so viel erzählen, weil es eh nur Schwachsinn ist und ich spiele es eh nur so, bis man in der Sandy kalt ist. Also nicht kalt, sondern essbar. Wahrscheinlich wird es dann kalt sein, aber wir werden sehen. Z1, Game 5. Wieso Game 5? Ach so, weil es das 5. Game ist. Aber der erste Satz. Oh. Mit meinem gefürchteten Aufschlag bin ich berüchtigt. Ebenso wie Boris Becker es mal war. Ich weiß gar nicht, wie sein Schützling, er ist ja inzwischen so eine Art Trainer, wie der sich inzwischen verhält, der war ja gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ah, das war kein Aus, da war eine Linie. Die ist noch verschoben gewesen. Alles Betrug hier. So, es gibt jedenfalls, wie ich vorhin schon andeuten wollte, 4 Schläge. Das war zum Beispiel der flache Schlag. Den drücke ich hier mit B. Aber die Buchstaben sagen jetzt reichlich wenig, weil ich glaube, nicht die Originalbelegung habe. Ja, oh, ich dachte, der war raus. Ja, manchmal ist das irgendwie ein bisschen seltsam. Manchmal haben die andere Stärken. Manchmal schlagen sie ganz anders als sonst, obwohl man dieselbe Taste drückt. Das meinte ich gerade.
Aber ja, da liebe ich es, wenn er das sagt. Allein wie er es sagt, halt schon. Hoppala. Ja, flache Schläge können sie oftmals irgendwie nicht annehmen, weil sie dumm sind, weil sie nur Computer sind. Edge. So, und jetzt diese Musik, die ist auch irgendwie so in meinem Gehirn gebrannt. Davon kann man Albträume kriegen. Ich weiß nicht, irgendwie ist sie ganz witzig, aber irgendwie... Aber so ziemlich die einzige Musik, die es überhaupt gibt in diesem Spiel, deswegen sollte man die sich ruhig mal anhören. Und das ist dieser Topspin, wie gesagt, habe ich glaube schon mal erwähnt. Den nehme ich ja meistens, das sieht man ja schon die ganze Zeit. Dann tue ich jetzt mal hier normal schlagen. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied gesehen hat zum Topspin. Aber das war eben ein normaler Schlag von mir. Und dann gibt es noch zum Demonstrieren jetzt diesen ganz hohen Schlag. Diesen hier. Den sollte man nicht so oft machen, denn der lädt ein zum Schmettern. Und wenn der Gegner das drauf hat, also bei Mädels kann man das ruhig machen, die vergeigen das gerne. Es ist ja durchaus bekannt, dass Frauen nicht so, wie soll ich das sagen, nicht so sportlich begabt sind wie Männer. Ja, zum Glück gucken mir keine Frauen, also gucken eh nur männliche Leute. 5-1, noch ein Punkt fehlt. Aber ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass es verschiedene Ligen gibt, auch beim Fußball. Und nicht Männer gegen Frauen antreten, weil Männer einfach die größere Ausdauer haben. Was garantiert an den Brüsten liegt, weil die Brüste schweren nur den ganzen Körper. Aber nicht, dass jetzt alle Frauen sich die Brüste abnehmen lassen. Ich glaube, da war mal so ein Trick. Nee, das war bei Squabs. Hoden abnehmen, damit man beim Ups-Marathon schneller ist. Ja, diese Balljungen, wenn sie kommen, ich will sie so gerne verprügeln. Aber die kann man leider nicht erwischen. Matchpoint, dann war es das schon. Machen wir ein bisschen schneller einen Aufschlag. Fold! Ist noch kein Doppelfold gekommen, denn dann ist nämlich alles verloren. Und ein Punktabzug ist die Folge. Das wäre geschafft. Sehr schön. So 7 Minuten um. Ich hatte mir überlegt, ein Turnier zu machen, aber das war jetzt nur ein Spiel. Und ich denke, die Zeit reicht schon. Meine Lasagne wartet direkt vor meiner Nase. Und die gespiegelten Bilder, da hat man eben auch überhaupt nicht bemerkt. So, tolles Score und wieder ein bisschen Musik. Und beim nächsten Mal geht's dann gegen Brian. Matt, wo ist Matt? Ich sehe kein Matt. Matt macht nicht mit. Das ist ja Matt-tastisch. Also beim nächsten Mal dann gegen Brian, wahrscheinlich morgen oder so. Mal sehen. Guckt eh keiner. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.